Okay, Freunde, wir sind wieder am Start mit einer weiteren Duellanten-Herausforderung und heute kommen wir zu einem altbekannten Weggefährten für Leute, die auf diesem Kanal schon etwas länger unterwegs sind, und zwar der gute alte Rex Raptor. Wir haben immer noch das Oldschool-Goat-Format basierte Deck, was auch immer, und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was für einen Ausbruch an Dinosauriern wir hier in diesem Duell zu erwarten haben. Ich hoffe, es wird eine Challenge, okay? Okay. Starthand ist in Ordnung, würde ich sagen. Wir starten mit Magier des Glaubens im verdeckten Verteidigungsmodus und Dimensionsgefängnis. Damit können wir zumindest einen Angriff abfangen. Raigeki, Kuribo und der Beauftragte der Dämonen. Ich würde sagen, wenn wir es schaffen, einen Angriff zu annullieren, beziehungsweise das Monster zu verbannen mit Dimensionsgefängnis, können wir Raigeki aktivieren noch. Vergiss alles. Er spielt Evoltil. Okay. Evolsauria Cerato. Wir haben keinen Zauber im Friedhof. Was macht das denn hier? Falls ein Monster durch den Effekt eines. Du kannst eine Karte auf dem Spielfeld zerstören, das Quick ziehen. Wenn diese Karte durch den Effekt eines Evoltil. Falls diese Karte. Durch den Effekt. Okay, also im Endeffekt ist das gerade einfach nur ein 1900er Beatstick. Ja, schwierig jetzt. Soll ich wirklich Wiedergeburt aktivieren, um mir Magier des Glaubens zurückzuholen? Und dann die opfern für den Beauftragten der Dämonen? Ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Ich warte erstmal ab. Wir beenden erstmal unseren Zug. Wir gucken mal, ob er noch irgendwas beschwört. Wir gucken mal, was der Bren noch so macht, okay? Er macht nichts. Okay. Er greift an. Das können wir selbstverständlich verhindern, beziehungsweise den Schaden zumindest verhindern, mit Kuribo, der fälligsten Kugel im Reich der Schatten. Und wir haben Gyarados-Panda. Okay. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Feld, das man schon mal Raigekin könnte, ne? Könnte man auf jeden Fall machen. Machen wir jetzt auch. Boom, boom. Was hat der hier verdeckt gehabt? Evoltil Nayasho. Falls diese Karte auf dem Spielfeld als Tribut angeboten wird, du kannst deinen Evosaurier als Spezialbeschwörung vom Deck beschwören. Ich würde sagen, wir spielen Gyakugire Panda verdeckt mit 1600. Und das ist erstmal eine Wall, okay? Mal gucken, ob er da drüber kommt. Evo Singularität. Sieht mir fast so aus, als würde er da drüber kommen. Er hat nämlich Evolzar Solda. Okay, also nicht Lagia, nicht Dolka, sondern Solda. Kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden, solange sie Exis-Material hat. Das heißt, den hätte ich mit Raigeki nicht mal zerstören können. Wenn dein Gegner Monster als Spezialbeschwörung beschwört, du kannst ein Exis-Material von dieser Karte abhängen, zerstöre die Monster. Junge! Ey! Hey, komm schon! Junge! Rex Raptor ist mal wieder am Start, um uns zu zerstören. Rex, du alter Zerstörer. Raio im Angriffsmodus. Greifen wir sein verdecktes Monster an. Ich glaube, der Bre wird sehr, sehr schwer loszuwerden für unser Deck. Zwangs! Nein! Nein! Der kommt zurück auf die Hand! Nein! Junge, okay. Okay. Okay, das ist eine Challenge. Ey, für diejenigen von euch, die beim letzten Mal noch irgendwie meinten, ja, das Deck ist viel zu stark. Ja, guck mal, er spielt einfach so Xyz-Monster. Ich habe nicht mal ein Extra-Deck. So, der hat hier Combo Spezialbeschwörung 2, 2, 2, 6, let's go. Was wir machen können, ist Wiedergeburt, beziehungsweise Monster-Reanimation auf ein Monster. Dann opfern wir es für den Beauftragten, dann können wir den zerstören. Was wir aber auch machen könnten, wäre Verstärkung für die Armee. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Komm, wir machen mal Verstärkung für die Armee. Und wir holen uns. Ich könnte den ausgebildeten keltischen Wärter, der heißt doch Wächter, oder nicht? Könnte ich mir holen. Und der könnte dann erstmal nicht durch Kampf zerstört werden. Wenn dein Gegner ein Monster als Spezialbeschwörung beschwört, du kannst einiges Material von dieser Karte abhängen, zerstöre die Monster. Okay, das heißt, er könnte sogar Monster-Reanimation in dem Sinne kontern. Wir könnten DD-Kriegerin verdeckt spielen. Und wenn er angreift, dann das jeweilige Monster verbannen. Aber er hat zwei, ist das Problem. Ich kann ihn auch nicht zerstören. Das ist ja voll der krasse Brummer. Was ist das? Junge, der hat 2-6.
Der kann Spezialbeschwörungen annullieren, beziehungsweise kann die Monster zerstören. Und er kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Das ist ja insane. Das ist insane. Ich würde sagen, wir kaufen uns ein bisschen Zeit. Wir kaufen uns ein bisschen Zeit, okay? Wir holen uns den ausgebildeten keltischen Wächter, den abscheulichen Elfenschwertkämpfer im verdeckten Verteidigungsmodus und beenden unseren Zug. Ah, Junge. Ey, der ist ja zu krass. Der ist zu krass. 2,6, okay. Ja, der kann erstmal nicht zerstört werden von denen, weil die beide mehr als 1900 haben. Da hat er noch ein verdecktes Monster jetzt und beendet seinen Zug. Wir schauen mal, was wir ziehen. Oh! Oh, Okay. Ich glaube, das Blatt hat sich gerade so ein bisschen gewendet, meine Freunde. Let's go! Wir verbannen die beiden und beschwören den einzig wahren, schwarz glänzenden Soldat, Gesandter des Anfangs, und er wird zerstört! Junge, wir haben ja keine Priority wie ein Goat, das ist ja... Aber das ist einmal pro Zug, ne? Nein, das ist nicht einmal pro Zug! Was? Was? Ich dachte, ich könnte jetzt mit Wiedergeburt zurück und dann geht's es... Nein, der kann ihn einfach nochmal zerstören dann. Das ist ja insane. Das ist ja crazy. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja nicht von dieser Welt. Okay. Ich bräuchte nochmal eine Spezialbeschwörung, damit ich dann ihm noch das andere Material abnehmen kann. Und dann müsste ich Monster-Reanimation aktivieren auf den... Auf den BLS, Junge. Ey, nein. Was zur Hölle. Ey, ich hoffe, er hat kein Monster, das den Elfenschwertkämpfer zerstören kann. Er beschwört einen Evolsaurier. Bitte lass es einen mit 1,9 oder mehr. Okay. Evolsaurier-Vulkan. Du kannst ein Evolsaurier-Monster in deinem Friedhof... Nein, er kann was zerstören wegen Evo-Preis. Nein. Nein. Ey. Nein, Junge. Was? Bro, hab Erbarmen, Junge, es ist mal wieder Rex Raptor, wie er lebt und lebt, er bleibt einfach der Staatsfeind Nummer 1, was ist das denn, Junge? Ach, Junge, ja, okay, komm, ich hab's mir ausgesucht, ich wollte ja extra eine Challenge haben, ich wollte ja extra, dass es nicht so leicht ist. Ich könnte mir natürlich jetzt auch Thunder Dragon zusammenbauen und den komplett hops nehmen, so, aber das wäre langweilig. Das wäre langweilig, wenn ich einfach so gewinnen würde, weil ich das bessere Deck spiele. Nein. Wir bleiben dabei, ich spiele Karten von 2005 oder so und du spielst Karten von, keine Ahnung, Mitte der 2010er. Let's go, Freunde, komm. Ein neuer Tag, ein neues Duell. Und wir gehen wieder first. Das ist wieder doof, weil wir wieder keine sechste Karte ziehen können. Ich würde sagen, wir beschwören, oder? Ne, lass uns den lieber verdeckt spielen. Und dann spielen wir noch unser feierliches Urteil verdeckt und beenden unseren Zug. Schwierig. Schwierig, um ehrlich zu sein. Schwierig. Evo-Vielfalt, füge deiner Hand ein Evoltil oder Evolsaurier-Monster von deinem Deck hinzu. Okay. Er holt sich Evolsaurier Darwinius oder Darwinus oder wie auch immer. Den hatte er ja vorhin auch die ganze Zeit. MST auf das Solemn Judgment. Soll ich anketten? 4000 Lebenspunkte zahlen? Okay. Evoltil Odonto. Den kenne ich doch. Wenn diese Karte beschworen wird, du kannst ein Evosaurier von der Hand specialen. Darwino. Ja. Damit wäre dein Darwino verbannt. Auf Nimmerwiedersehen. Und Odonto greift an mit 500 mutigen Angriffspunkten. Main Phase 2. Oh, er spielt die Karten verdeckt. Eine. Ah, schade, nicht zwei. Okay. Was auch immer. Duro! Trapocardo! Aktivieren wir den schwersten aller Stürme. Und es handelt sich um Evo Singularität. Ja, wir brauchen ein Monster. Gut, dass wir Verstärkung für die Armee haben. Ich würde sagen, wir holen uns an diesem Punkt Donsaluk. Der war auf jeden Fall beim letzten Mal sehr, sehr nützlich. Und es sieht aus, als könnte er wieder extrem nützlich sein. Denn wir greifen an. 900 Schaden. Und dann können wir eine Karte von seiner Hand auf den Friedhof abwerfen. Und was ist es? Es ist Evolsaurier Diplo, oder?
Ja, Diplo. Wenn diese Karte durch den Effekt eines Evolteamers ist beschworen, wähle eine Zauberfallenkarte. Ja. Gut, dass wir den abgeworfen haben, denn das bedeutet, unser Dimensionsgefängnis bleibt weiterhin auf dem Feld. Wir beenden unseren Zug an der Stelle. Let's go. Komm, Rex. Zeig mir deine Dino-DNA. Nein, das war Hustleberry. Aber dann zeig mir halt dein Dino-Deck. Was auch immer. Ich finde es ein bisschen verschwendet, dass sie ihm hier nicht Oviraptor und Co. gegeben hätten. Also das wäre ja noch besser gewesen. Aber was auch immer. Ich würde sagen, wir greifen an mit Kaiku, dem Geistzerstörer. Die 1-9er-Wall! Was? Was? Evotil-Westlo! Nein! Nein! Nein, das ist gerade nicht wirklich passiert. Das ist gerade nicht wirklich passiert. Der hat einfach 100 Verteidigungspunkte mehr. Ich werd wahnsinnig! Komm schon! Komm schon, Dimensionsgefängnis, okay? Ah. Rang 5. Adreus? Nein, Volkasaurier. Okay, das heißt, er kann Monster zerstören und wir kriegen Burn-Schaden, aber er kann nicht angreifen in dem Zug, was nicht gut ist, weil das bedeutet, wir können das nicht mit Dimensionsgefängnis umgehen. Das war's mit Kaiku. Aber wir kriegen 1800. Ich dachte, ich krieg die Hälfte. Wenn diese Karte durch den Effekt... Der kann angreifen in dem Zug, in dem er das gemacht hat? Der kann nicht direkt angreifen. Aber der kann Monster angreifen. Das ist ja wahnsinnig. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja... Also, nur noch mal zum Verständnis. Nur noch mal zum Verständnis. Wir spielen hier ein Deck wirklich mit Normal Summon 1800er Beatstick. Set, vielleicht eine Fallenkarte, Pass. Ein Xyz-Monster mit 2500 ATK, was einfach so Monster zerstören kann, Burn-Schaden machen kann. Und dann noch angreifen kann. Das ist ganz anderer Power Creep, okay? Das ist ganz anderer Power Creep. Soll da auch ganz wild. Ganz wild. Kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden, kann Spezialbeschwörung annullieren, hat 2,6. Das ist Wahnsinn, okay? Also nur damit euch so die Verhältnisse offengelegt werden. Aber es ist sogar gut, dass er angreift, weil das bedeutet, wir können Dimensionsgefängnis aktivieren. In diesem Fall ist es gut. Er spielt eine Karte verdeckt. Schade, dass er sie nicht auf der Hand lässt. Dann könnten wir sie gleich mit Dornsalug abwerfen. Aber gut. Donner König Rai-O. Den hatten wir jetzt auch gefühlt in jedem Duell, ne? Also. Und ja, mir ist bewusst, dass Donner König Rai-O nicht Goat ist, aber das ist auch kein Goat-Deck. Ich habe einfach nur alte Karten zusammengewürfelt, okay? Auch wenn sie jetzt vielleicht nicht alle Goat sind. Wir könnten mit Monster-Reanimation seinen Davino zurückholen. Oder Kaiku. Würde auch gehen. Kaiku und Rai-O wäre auch schon krasses Floodgate. Er kann sich nichts suchen und kann nichts von den Friedhöfen verbannen. Ich glaube, so machen wir es auch. Wiedergeburt. Monster-Reanimation auf Kaiku, den Geistzerstörer. Und wir beschwören Donnerkönig Rai-O von OBTH. Okay, da ist mir fast schon lieber, dass er Kaiku zerstört, als dass er Rai-O zerstört. Und dann greifen wir an mit 1-9. Und dann mit 1-4 direkt. Und ich könnte jetzt den Effekt aktivieren und zwei Karten von seinem Deck auf den Friedhof legen. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen will. Ich glaube, ich lasse das einfach. Vielleicht kriegt er irgendwas in den Friedhof, was er dort braucht. Ich weiß es ja nicht. Wir beenden unseren Zug. Okay, das ist eine recht komfortable Situation. Ein Monster verdeckt. Okay. Das ist doch das, was ich sehen will. Mr. Rex zu dem Raptor. Magier des Glaubens verdeckt. Sag mir jetzt nicht, da liegt wieder ein Evoltil-Westlo. Nein! Wie kann das 900 Def? Und der hat jetzt 2100 ATK, weil er durch ein Evoltil beschworen wurde. Nein! Das ist nicht ernsthaft passiert. Ey, das ist nicht ernsthaft zweimal passiert. Oh nein. Das ist das Comeback. Das ist das Comeback für Rex Raptor. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war's mit Rai-O. Junge, über den komme ich nicht drüber. Und er kann sich ein Evoltil suchen. Weil er durch ein Evoltil beschworen wurde. Oh. Okay, ich kann Magier des Glaubens flippen. Habe ich Raigeki im Friedhof oder war das letztes Game? Oh, Giakugire Panda. Okay, der ist jetzt gut.
Okay. Okay, ich glaube, wir haben einen Plan. Der kriegt nämlich 500 ATK pro Monster, was er kontrolliert. Das heißt, er hat dann 2300. Okay, das heißt, er kommt über Cerato drüber. Und der hier kommt eventuell über das verdeckte Monster drüber. Ich würde also sagen, wir greifen erstmal Cerato an. Dann hat Gyakugire Panda wieder 1,8. Und dann greifen wir sein verdeckte... Als wäre 1,9 nicht genug. 2000 müssen sein. 2000 müssen sein, meine Freunde. Main Phase 2. Ich könnte halt Magier des Glaubens flippen und eine Zauberkarte zurückholen, aber seien wir mal ehrlich. Die wird eh früher oder später im Kampf zerstört werden. Dann hole ich es mir einfach so. Kein Bock, dass die da jetzt offen liegt. Ah, was ein Grind-Game. Okay. Ich habe so Angst vor dieser Fallenkarte, ne? Es könnte auch Schnappstahl. Okay, das ist insane. Ich weiß nicht mal, ob ich die aktivieren will. Das ist eine verbotene Karte. Whatever, okay. Es könnte... Also er hat bodenlose Fallgrube. Es könnte Spiegelkraft sein. Es könnte reißender Tribut sein. Ich weiß nicht, was er spielt. Ich habe halt so Angst, ne? Okay, komm. Wir greifen seinen Nayasho an. 300 Piercing Damage, by the way. Der hat doch jetzt eh wieder 2000 Def oder so. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Ey, das ist einfach der dritte Vestlo. Evolti-Vestlo. Bro, was ist denn los? Komm runter, hab Erbarmen. Okay, ich würde sagen, wir machen Folgendes. Wir flippen jetzt tatsächlich Magier des Glaubens. Und wir... Ich will Schnappstahl nicht einsetzen, das ist eine verbotene Karte. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das fühlt sich so ehrenlos an. Das fühlt sich so an, als würde ich cheaten, um zu gewinnen. Wisst ihr, was ich meine? Gut, ich habe schwerer Sturm aktiviert. Hab ich ein Flederwisches erlaubt, okay? Und ich kann nicht davon profitieren, meine eigene Zauber- und Fallenkarte zu zerstören. Also ist schwerer Sturm für mich in dem Sinne sogar eine Einschränkung im Vergleich zu Hab ich ein Flederwisch. So. Verstärkung für die Armee. Ich würde sagen, wir holen uns Truppen im Exil. Ich habe nämlich noch keine Norme Summon gemacht. Und ich kann mit Truppen im Exil einfach Cerato zerstören. Weil ich habe keinen Bock, dass der uns gefährlich wird. Dann hat Gyakugire Panda zwar wieder 1,8, aber was soll's. Noch einen Evoltil Vestlo wird er nicht haben. Da bin ich mir relativ sicher. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich Rex Raptor einfach überhaupt nicht ausstehen kann. Was soll das eigentlich? Was ist dieser Top-Deck-Schwarzes Loch? Hä, was ist das? Was soll das? Vor allem, ich habe jetzt zwei verbotene Karten auf der Hand. Ich habe gesagt, ich will keine verbotenen Karten aktivieren. Das heißt, ich kann gar nichts machen. Lass mich in Frieden, Mann. Oder ich könnte elegante Wohltäterin aktivieren, um Schnappstahl abzuwerfen. Das wäre auch eine Option. Wobei er hat ja gerade kein Monster, dann würde mir das ja sogar helfen. Whatever, egal. Ich nehme auf jeden Fall nach diesem Duell die verbotenen Karten aus dem Deck raus. Also Topf der Gier, Schnappstahl, elegante Wohltäterin. Weil die einzusetzen, um zu gewinnen, das fühlt sich an wie Cheaten. Dann kann ich den Sieg nicht genießen. Wisst ihr, was ich meine? Das fühlt sich einfach falsch an. So, mit Überläufer kann ich leben. Überläufer ist erlaubt. Schwerer Sturm, damit kann ich auch leben, weil das ist im Prinzip für uns jetzt mit diesem Deck in Legacy of the Duelist ein schlechterer Harpyen Flederwisch und Harpyen Flederwisch ist erlaubt. So, damit kann ich alles leben, aber... Wobei, Schnappstahl ist sogar auch im aktuellen Format erlaubt. Was rede ich da eigentlich? Schnappstahl wurde doch auf 1 limitiert.
Was rede ich da eigentlich? Was rede ich da eigentlich? Schnappstahl ist doch auch auf 1. Whatever. Whatever. Okay. Keine Ahnung. Elfenzwillinge im Angriffsmodus 1900. Elfische Zwillinge, die abwechselnd angreifen. Mal ist es die eine, mal ist es die andere. Welche wird es als nächstes sein? Wir wissen es nicht, aber Magier des Glaubens weiß es ganz sicher. Denn damit können wir uns jetzt eine Zauberkarte vom Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Und zwar den schwersten aller Stürme. Noch schwerer als beim letzten Mal, denn dieses Mal wird der Verlust doppelt so schwerwiegend. 2 Zauber- und Fallenkarten an der Zahl werden zerstört. Und wir greifen an mit den Elfenzwillingen. 1900... Mann! Warum? Warum? Warum, Junge? Ey, Bro. 1-9, 1-9, 2000, 1-9. Nochmal 2000. Der hat noch einen davon. Der hat noch einen davon. Ich sag's euch gleich, Top-Deck, der hat noch einen davon. Und dann liegen da 2 mit 2000 Dev. Ich sag's euch, wie es ist. Genauso wird es kommen. Genauso wird es kommen. So und nicht anders. So und nicht anders wird es kommen. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Soll ich jetzt wirklich mit Menschenfresserkäfer versuchen, da drüber zu gehen? Meine Damen und Herren, ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos. Junge, wie kann man denn so viele 1900er und 2000er Walls haben? Oh mein Gott. Okay, Evolzar-Soldat. Okay, okay. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe meine Ansicht, was Schnappstahl angeht, gerade eben nochmal kurz überdacht. Ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, die Karte zu aktivieren. Oder? Oder wir haben das. Oder wir haben das. Oder wir haben das. Okay. Okay. Ja. Na. Na. Keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Ich fühle mich, als würde ich das Siegel von Urikalkos aktivieren. Ich darf es nicht tun. Ich werde meine Ehre als Duellant verlieren. Ich werde meine Ehre als Duellant verlieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, okay? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was jetzt der richtige Move wäre. Ich weiß es nicht. Ich meine, so rein spielerisch betrachtet weiß ich es ganz genau. Aber okay, Schnappstahl ist auf 1, damit kann ich leben, let's go. Schnappstahl. Was soll ich sonst machen, okay? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich kann nichts anderes machen. Wir greifen an. Und wir beenden unseren Zug. Das Siegel von Urikalkos ist aktiviert. Aber hey, Schnappstahl ist wirklich auf 1 mittlerweile. Elegante Wohltäterin ist aber immer noch verboten. Okay, er spielt ein Monster verdeckt. Ich fühle mich so schlecht. Ich fühle mich so schlecht. Ich fühle mich so schlecht. Ich ziehe jetzt aber auch. Hey, komm schon. Ja, okay, komm. Ja, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Wir müssen Zeit, komm. So, zack. Ich kann ja sonst auch nichts machen. Die blockieren ja meine Hand komplett, okay? Zack. So, bitteschön. So, haben wir. Jetzt Normal Summon Breaker. Es fühlt sich so falsch an. Ich hätte dieses Duell nicht gewinnen dürfen. Es fühlt sich so falsch an. Es fühlt sich so falsch an. Ich habe das nur wegen Topfdeckie und elegante Wohltäterin gewonnen. Es fühlt sich einfach so unnormal falsch an. Damit kann ich nicht leben. Damit, nee. Damit kann ich mich nicht zufrieden geben. Damit kann ich mich nicht zufrieden geben. Der Breaker hat übrigens die Spiegelkraft zerstört, würde ich nur an der Stelle mal ganz, ganz nebenbei erwähnen, okay? Nee. Nee, das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich nicht richtig an. Nee. Tut mir leid, aber das kann ich... Nein. 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 So will ich nicht gewinnen. So will ich nicht gewinnen. So will ich nicht gewinnen. Das darf nicht sein. Topf der Gier und elegante Wohltäterin haben dieses Duell entschieden. Nein, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren, okay? Wir ändern unser Deck. So. Topf der Gier, raus.
Ich würde sagen, elegante Wohltäterin, raus. Ich habe sogar Harpien Flederwisch hier drin. Die ist in Legacy of the Duelist noch verboten. Okay, whatever. Ich habe auch Verstärkung für die Armee hier drin auf 2. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen, Schnappstahl raus. Schnappstahl ist auch zu stark. Ich würde sagen, Harpien Flederwisch raus. Harpien Flederwisch ist Zug. Also, ich weiß, ich habe in der letzten Zeit viele Videos gemacht, wo ich darüber geredet habe, dass Harpien Flederwisch besser ist als. Dass schwerer Sturm besser ist als Harpien Flederwisch und dass die Karte deswegen heute noch verboten ist. Was daran liegt, dass man davon profitieren kann, seine eigenen Zauber- und Feindkarten zu zerstören. Aber ich habe keine Zauber- und Feindkarten, bei denen ich profitiere, sie zu zerstören. Das bedeutet, wenn, dann ist schwerer Sturm mir eher von Nachteil. Das heißt, ich nehme eher schwerer Sturm als Harpien Flederwisch. Ich sage euch ehrlich, Überläufer, ob die jetzt verboten ist oder nicht, die finde ich jetzt nicht zu broken. Und schwerer Sturm auch nicht. Und Verstärkung für die Armee auf 2, meinetwegen. So, whatever. Was ich vielleicht rausnehmen würde, ist Donnerkönig Raio. Der ist schon krass. So, der ist schon echt krass. Den würde ich vielleicht rausnehmen. Ansonsten kann ich mit diesem Deck vollkommen leben. Ich hatte ja gesagt, ich will 60 Karten im Deck haben. Nicht, weil das spielerisch gut ist, sondern weil ich einfach möchte, dass wir in dieser Videoreihe auch mal andere Karten sehen und nicht immer nur dieselben. Deswegen, lass uns ein paar reinpacken, auch wenn die vielleicht nicht so spielstark sind, okay? Aber einfach so, just for fun. So, einfach Karten, die man von früher kennt, so. Anmutiger Würfel, keine Ahnung. Also, es soll jetzt auch nicht komplett Trash sein, okay? Vielleicht Blitzeinschlag? Blitzeinschlag ist okay, I guess, so. Vielleicht, keine Ahnung. Was haben wir hier? Vielleicht sehe ich irgendetwas so spontan, was man reinpacken könnte. Mathematiker könnte man machen. Wobei ich habe nichts, wovon ich profitieren würde, wenn es im Friedhof liegt. Wir könnten. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Wir könnten. Elementarhelden haben wir eine Menge. Ich erinnere mich daran, dass wir einmal das ganze Jaden Yuki Pack nahezu leer gekauft haben. Kommt Entkräftungsschild rein. Gucken wir weiter. Hier sind so viele Karten. So viele Karten. Irgendwie ist dieser Screen auch total unübersichtlich. Ich würde sagen. Jinzo hab ich schon drin. Kampfausblender könnte man reinpacken. Kampfausblender finde ich in Ordnung. Was noch? Marshmallow finde ich auch. Ich habe keine Tributmonster, ne? Ich habe den Beauftragten der Dämonen und Jinzo. Gibt es vielleicht irgendwie Tributmonster, die ich spielen könnte? Vielleicht irgendwie gut wären. Irgendwie so Monarchen oder so, aber ich glaube, ich habe keine. Ich glaube, ich habe echt nichts in diese Richtung. Ich habe jetzt auch keinen Bock, 7 Millionen Packs zu kaufen dafür. Weil das in Legacy of the Duelist Packs kaufen ist wirklich die Hölle. Das dauert so ultra lange. Plasma wäre eine Option. Schicksalsheld Plasma, das wäre eine insane Win Condition. 3 Monster opfern ist auch jetzt nicht gerade so leicht für dieses Deck. Ich könnte die Götter reinpacken, aber dann wird's ganz, ganz, ganz wild. Dann wird's sehr inconsistent. Keine Ahnung. Kann ich hier nach Rahmen? Ich habe keinen weißen Drachen oder was. Doch, da, hier. Die legendäre Zerstörungsmaschine. Komm, eine Karte kann raus. Menschenfresserkäfer habe ich 2-mal drin. Aber Menschenfresserkäfer ist gut. ja, komm. Packen wir den einmal raus und packen wir den blauäugigen Bree rein. So. Ich finde, das ist angepasster, okay? Das ist angepasster. Wenn ich damit gewinne, dann kann ich mich damit zufrieden geben, okay?
Das ist ein Sieg, den ich genießen kann. Let's go, Rex. Let's go. Wir gehen second. Endlich haben wir mal die Wahl. Endlich haben wir mal die Wahl. Wir gehen second. Wir gehen second, okay? So, wie sieht unsere Starthand aus? Sangan, Wiedergeburt, bodenlose, feierliches Urteil, Chaos-Hexer. Okay, damit kann ich leben. Evo-Preis. Evoltil, Cerato. Gerato, Kerato, keine Ahnung. Und eine Karte verdeckt. Dede Kriegerin. Ich würde sagen... Snaggen, verdeckt. Und dann noch zwei Karten verdeckt. Und dann beenden wir unseren Zug. Komm! Auf einen guten und vor allen Dingen fairen Kampf. Wie es ein dreieugiger Mann einst sagte. Okay, R2, Stufe 4er, auf dem Feld. Ich könnte das jetzt entweder urteilen oder bodenlose aktivieren, aber ich glaube, da kommt noch etwas. Da kommt noch so ein Überlagerungsnetzwerk. Nein, hä? Was? Wieso geht er nicht auf Lagia oder Dolka? Ist er eigentlich dumm? Ist er eigentlich dumm? Also ist schlau jetzt in der Situation, aber bist du... Ist der eigentlich... Junge, ich krieg Knacks! Was ist das? Warum beschwört er nicht Lagia oder Dolka? Juhu, mach mich fix und fertig. Das ist doch nicht normal. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn. Ich hole mir Marshmallow. Ich hole mir Marshmallow. Okay, dann greif an für 1-9. Wenn du danach nicht eine Xyz-Beschwörung machst, dann weiß ich auch nicht. Junge, das ist doch nicht sein Ernst! Hey, Bro! Komm schon, Mann! Das ist uncool! Was soll das? Warum gehst du nicht auf Lagia oder Dolka? Junge, als ob Evolsaurier jemals einen anderen Plan gehabt hätten, als auf Lagia oder Dolka zu gehen! Junge, das Themendeck ist... Die Leute spielen das nicht mal! Die Leute spielen nur Lagia und Dolka! Und einfachere Versionen, um auf die zu gehen. Junge, das ist Wahnsinn. 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 Okay, dann greif an mit deinen beiden Ceratos. Biete ein Evoltil zum Beschwören, ein Evolsaurier als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Warte mal, wenn er den jetzt vom Deck beschwört. Falls ein Monster durch den Effekt eines. Ja, es wird so behandelt, als würde es durch den Effekt eines Evoltiers. Dann kann er eine Karte auf dem Spielfeld wählen und zerstören. Das heißt, er könnte theoretisch meinen Marshmallow zerstören. Ich glaube, das muss ich echt annullieren. Ja, Mann, das ist doch nicht sein Ernst. Naja, schon. Er kann trotzdem ein Special, Junge! Mann! Nein! Nein, er zerstört mein ganzes Feld! Bodenlose Fallgrube! Ey, nein! Ey, nein! Ey, das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Ich hab verloren! Ich hab verloren! Ich hab verloren! Junge, Rex Raptor ist offiziell der Endgegner. Rex Raptor ist offiziell der Endgegner. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Tja, das wär's wohl. Ich bin ratlos, ich bin sprachlos. Wir haben das eine Duell gewonnen, aber das zählt nicht, das zählt nicht. Das haben ganz klar Top der Geo und Elegante Volti drin entschieden, okay? Freunde, ich bin nicht stolz hier drauf, okay? Rex Raptor hat uns, hat den Boden mit uns gewischt. Und das war nicht das erste Mal. Und beim nächsten Mal werden wir wieder für ihn kommen. Das ist der Wahnsinn. Bis dahin, hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls es dem so ist, aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.